Von dem morgigen Bildungsgipfel des BMBF erwarten wir den Startschuss für einen wahren Bildungsaufbruch. Für uns ist klar, jedes Kind, das in unserem Bildungssystem auf der Strecke bleibt, jedes Talent, das verloren geht, ist eines zu viel. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, der ja die Achillesferse unserer wirtschaftlichen Entwicklung auch darstellt, aber auch weil Bildungs- und Teilhabechancen für alle Menschen für unseren Zusammenhalt unerlässlich sind, müssen sich die politischen Akteure des Bildungssystems, müssen sich Bund, Länder und Kommunen zusammentun. Um der Größe und Bedeutung eines solchen gesamtstaatlichen Aufbruchs, Bildungsaufbruchs gerecht zu werden, ist auch eine gesamtstaatliche Kraftanstrengung nötig. Klar, über die richtigen Finanzierungsinstrumente für eine solche Kraftanstrengung muss gerungen werden. Klar ist aber auch, im Volumen sind 100 Milliarden Euro nicht zu hoch gegriffen, denn wir haben eine große Aufgabe vor uns liegen, die viel zu lang nicht angepackt wurde.